Ganz toll. Na, dann komm mal her, du kleine Scheusal. Yep. Das war's zwar nicht damit, aber wir haben schon mal drauf geklopft. So, das Ding ist weg. Was haben wir hier? Der lebt auch nicht mehr lange. Au! Arschgesicht. So, der ist weg. So, das Vieh ist weg. Oder auch nicht. Egal, komm, mach mir den da. Au. Toll. Habe ich mich gerade besoffen, um regenerieren? Und jetzt kommt das Vieh und macht mich da wieder hallo. So, komm. Ha, diesmal nicht. Ah, verdammt. Reite Ciri, nicht umsehen! Hatte ich nicht vor. Obwohl doch, vielleicht. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Los jetzt. Vorsicht! Reite Ciri, nicht umsehen! Hatte ich nicht vor. Diesmal nicht. So, ich glaube, da stand gerade irgendwas auf links. Es verfolgt uns. Okay, schneller, es hat abgelassen. Sie holen auf! Naja. Toll. Da hat mich das blöde Vieh erwischt. Das nicht. Das ist gut. Einfach mal draufkloppen. Verdammt. So, da vorne ist schon wieder eins. Ja, einfach mal drüber hüpfen. Warum denn nicht? Ah, verdammter Scheiß. Wenn das so weitergeht, dann bin ich bald tot. Und mein Pferd hat keine Ausdauer mehr. So, einmal gekonnt dran vorbei. Okay, jetzt muss ich einmal Pferdeausdauer. Ja, regenerieren lassen. So, das muss reichen. Okay, jetzt aber. So, da vorne steht er schon. Halt an! Ganz toll. Einige Zeit später. Platsch. Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Ralf! Tut sie! Wo? Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt! Sag's ihnen! Wasch meinen Namen rein! Verschwinde, sag ich!
Nanu? Irgendetwas stimmt nicht. Die Blätter fallen aus. Spontan wird's Herbst. Der Garten ist verwelkt. Ganz toll. Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Yen, geht es dir gut? Jetzt ja. Der Zauber... Stell dir vor, du hättest Kakerlaken im Mund. Oder würdest in Jauche schwimmen. So etwa fühlt er sich an. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Geralt, ich weiß, wir müssen reden. Aber nicht hier, ja? Ich will hier keinen Moment länger bleiben. Der Garten! Unser Garten! Oh, scheiße. Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Wir hatten keine Wahl. Wir hätten nie erfahren, was mit unserer... Glaubt ihr wirklich, das wäre eine Rechtfertigung? Dass eure Jagd nach einer fremden Frau euch das Recht gibt, unseren Garten zu zerstören? In euren Augen bestimmt nicht. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt! Das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Hat sie die jetzt gerade echt verflucht? Witzig. Yen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Thial gesagt hat. Oh, diese grässliche Kreatur kenne ich zufällig. Vielleicht? Jetzt? Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter. Versprochen. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gyan am Stand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, beim dortigen Baron in der Burg. Der hat die Kreatur angeblich in Novigrad beim Kartenspiel gewonnen. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Wird nicht nötig sein. Der Baron schuldet mir was. Viel sogar. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir... Glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie... vielleicht verflucht wurde?
Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Um mal jemanden zu zitieren, da habe ich aber ein ganz mieses Gefühl bei. Oder so ähnlich. Na gut, machen wir. Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysima. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Ciri ist unsere Sache, nur unsere. Mag sein, aber so war das mit Emhyr nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Dem Kaiser muss das aber nichts angehen. Außerdem sind wir noch nicht fertig. Du bist deinem Patron gegenüber ja unglaublich loyal. Er ist auch dein Patron, mein Lieber. Vergiss das nicht, sonst erinnert er dich selbst dran. Ich mag den Typen trotzdem nicht. Egal, wie oft er mich daran erinnert. Nein, ich habe nicht vor, ihm Bericht zu erstatten. Gut, ich kann dich nicht zwingen. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Ja. Ich werde sehen. Aber wir haben im Moment ja auch noch einen Fluch zu brechen, wenn ich mich richtig erinnere. So, sagt den Feldwebel des Patron, das ist eine ganz andere Geschichte. Die wollen wir noch gar nicht machen. Dingens hinzugefügt, Quests. Ja genau, Quests. Einmal bitte die Quests heraussuchen. Wo ist denn die Quest mit dem Werwolf, die wir machen können? Der Herr von Ulvik, ist es nicht der letzte Wunsch? Nanu. Triff Yennefer in Larvik. Eine Quest, die der letzte Wunsch heißt. Interessant. Habe ich schon gesagt, dass ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache habe? Hm, garantiert. Ein tödlicher Plan ist es auch nicht. Es ist auch nicht ein gefährliches Spiel. Das ist nämlich Novigrad. Ja, meine Güte, wo ist denn jetzt die blöde Quest? Da ist sie auch nicht. Von Milch und Finsternis. Okay. Wir müssen noch eine Residenz durchsuchen? Das ist ja... Ach ja, ich erinnere mich. So, meisterlicher Rüstungsschmied. Okay, holst du... Ja, genau, im Wolfspelz. Ist das das? Ja, das ist das. Geil. Die machen wir dann jetzt aber erstmal. Wenn ich jetzt mal doppelt drauf... Doch nicht? Ich dachte genau, die wollten wir machen. Im Wolfspelz. Und jetzt... Ja, genau, sag ich doch. Die machen wir jetzt einmal. Und ja, werde den Wolf im Garten los oder sprich mit Toda über den Fluch. Ja. Wir haben auch noch eine neue Quest gekriegt. Der geheimnisvolle Passagier, das ist ja interessant. Und der letzte Wunsch. Ja, werden wir dann wohl erstmal wieder den Wolf im Garten los. Alter. Wie viele kommen denn dann noch? Aber ist es bald mal? Ich glaube, das war's.